So, ich kann hier heute nicht so laut reden. Heute mal ein völlig anderes Video, meine lieben Zuschauer und so weiter. Wie ihr vielleicht schon in den Medien mal gehört habt, ist heute in Dresden gegen 3 Uhr in der Früh die Carola-Brücke einfach zusammengestürzt. Man kann ja hier auch sehen, dass die ja völlig durchhängt hier unter dem Brett. Hier vor allen Dingen, also weil die Brücke ist auch laut Medien und Polizei und THW akuter Einsturz gefährdet. Es wird halt, also ich habe halt auch schon gelesen heute früh bei den, also in den Nachrichten, die Brücke ist halt auch massivst marode gewesen. Da kann man eigentlich schon ganz vom Glück reden, dass da zu dem Zeitpunkt des Einsturzes keine Straßenbahn da drüber gefahren ist und so weiter. Ja. Das ist schon eine krasse Sache. Aber wie ich halt immer dazu sage, wenn Brücken nicht saniert werden, das spiegelt halt einfach den Zustand dieses Landes dar. Ja. Aber mehr kann ich jetzt nicht sagen, weil es wäre schon gesperrt, das ist ja ganz logisch. Da werde ich dann noch mal ein ausführlicheres Video packen mit ein bisschen passere Technik. Mal gucken, mal ein bisschen rumlaufen hier. Und ja. Was ich nochmal mit dazu sagen muss, auf den Fotos im Internet sah es eigentlich wesentlich, also nicht so dramatisch aus, aber wenn man jetzt hier praktisch davor steht, vielleicht 100 Meter entfernt, also ist schon, ja,